Team Jacob oder Team Edward? Ich habe die Bücher gelesen und Team Edward. Gut. Ja. Aber ich achte als Mann halt auf Charaktereigenschaften und nicht auf dieses, oh, das ist süß und ja, okay, dann wird Jacob ja auch gehen. Nee. Okay, nee. Nee. Naja, aber. Nicht mehr so viel wie früher, aber ich versuche es so zu nehmen. Also wenn ich mal wirklich 2-3 Tage frei habe, dann versuche ich mir irgendwie alles einzuteilen, dass alle auf ihre Kosten kommen, dass ich mit allen was machen kann. Das schaffe ich meistens auch. Hast du es jemals bereut, bei DSDS mitgemacht zu haben? Nö. Weil, ich kann es so erklären, es gibt eben den Nachteil, dass man danach so als Casting-Opfer und Casting-Objekt und kann eh nichts von vielen betitelt wird, aber schlussendlich darf ich durch DSDS Musik machen. Durch DSDS habe ich die Chance bekommen, auf Bühnen zu stehen, eigene Platten rauszubringen und Musik zu machen. Das war immer mein Traum, deswegen würde ich es auf jeden Fall nochmal machen. Da bin ich echt eine klare Meinung. Was empfiehlst du den Leuten, die auch Sängerin werden möchten oder Sängerin? Gute Frage. Ich glaube einfach an sie arbeiten. Und was ich auch mal so das Gefühl habe, in der Musikbranche ist auch mal, ich will auch mal ganz viel Glück mit. Also wenn du, es gibt so viele gute Sänger, so viele gute Bands, es ist meistens echt zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Also es ist echt ein krasses Business. Also wenn man das werden will, muss man irgendwie schon ein dickes Fell haben und. Und die meiste Zeit als Künstler muss man warten. Also singen tut man, glaube ich, prozentual am wenigsten. Sprich, man sitzt eigentlich meistens rum und wartet. So, das Meet & Greet ist jetzt vorbei. Erzählt mal Mädels, wie ist es gewesen? War total cool. Ja. Was habt ihr euch denn alles verraten, Daniel? Also, wir wissen jetzt, was mein Lieblingslied ist. Und das ist, wäre? Von Kelly Rowland und David Guetta, Commander. Mhm. Ja, das weiß ich noch. Und ja, also er hat im Moment nicht mehr so viel Zeit für seine Familie, aber er versucht sich die Zeit zu nehmen. Und er freut sich schon darauf, wenn er demnächst mal wieder in Urlaub fahren kann, das erste Mal nach seinem DSDS-Sieg. Ja. Hat er verraten, wo es hingehen soll? Irgendwo, wo es warm ist und wo ihn keiner kennt und er würde mal gerne nach Amerika. Ja. Und was hast du erfahren, was du vorher noch nicht wusstest? Ja, auch das Gleiche eigentlich. Und ja. Was hat euch am besten gefallen bei dem Meet & Greet? Dass er so uns da zum Anfassen, also er saß direkt neben uns und er war total locker drauf und ja, wir durften ihm, also wir haben ihm den Ballisto geschenkt und er hat sich total so gefreut und das war echt schön, ja. Jetzt erzähl mal, was ist denn der Daniel für ein Mensch, wie ist er so drauf? Ja, also das war der coole Mensch, der ist nett und so und ja. Und was jetzt bestimmt die meisten Mädels interessieren wird, sieht er denn wirklich so gut aus wie im Fernsehen? Ja, noch besser. Ja. So, und jetzt kurz zusammengefasst, wie war das Meet & Greet? Super.